Es ist die große Chance für noch bessere Medizin in Deutschland. Die Digitalisierung. Bildgebung und Befundung werden schneller, die Zweitmeinung eines Spezialisten einfacher. Und sogar künstliche Intelligenz wird integrierbar in Diagnoseprozesse. Big Data macht's möglich, also große gesammelte Datenmengen als Vergleichsgrundlage, etwa für vom Computer befundete Röntgenbilder. Beispielsweise in der Tumorbehandlung, in der Tumorfindung erstmal, da wiederum die Verbindung zu bildgebenden Systemen wie CT, MRT oder auch Röntgen, dass also diese Systeme, diese KI-Systeme durchaus in der Lage sind, von sich aus Tumore im menschlichen Körper zu erkennen. Besser als der Mensch? Besser als der Mensch, ja. Allein den Krankenhäusern fehlt die Infrastruktur. Der Dachverband schätzt, dass Deutschland bei der Digitalisierung den Kliniken anderer Industrienationen 5 Jahre hinterherläuft. Nötig sei ein Investitionsvolumen von insgesamt 5 Milliarden Euro. Wir bräuchten mindestens 6 Milliarden, bekommen seit Jahren nur die Hälfte. Und die Digitalisierung erfordert natürlich nochmal einen gesonderten investiven Aufwand. Steuermittel, wohlgemerkt. Wobei der Verband schätzt, dass aufgrund der Überschüsse im Gesundheitsfonds die öffentliche Hand nicht überlastet würde.